Österreicher-Style. Wäre wohl gerecht. Wobei, eigentlich müssen wir die Server-Hosts von Nitrado einsperren. Wobei die das wiederum gewohnt sind, ne? Ich meine, das sind Leute, die sitzen den ganzen Tag vor irgendwelchen Servern. Ich glaube, die sind das gewohnt, in irgendwelchen kargen Kellerräumen zu sitzen. Die Armen. Hä, Sexkerker, Tobi macht den Österreicher. Was ist denn jetzt mit euch los? Toll. Anadriel, schlaf gut. Gute Nacht. Server-Horsts. Danke übrigens für die ganzen Subs und Resubs, ne? Ich lese das hier nebenbei immer so ein bisschen. Danke, danke. Ramfox zum Beispiel, Robofreak, Graf Absinth, Dankeschön. Alice Dixon, 20 Monate dabei, Dankeschön. Und Schniekel Aramel? Ist das richtig ausgesprochen? Ich hoffe doch. Auch hier ein ganz liebes Dankeschön. Guck mal, er nutzt wieder seine OP-Werte, weißt du? Er nutzt wieder seine OPs. Das gibt's gar nicht. Er nutzt wieder seine OP-Rechte, ne? Das gibt's gar nicht. Das ist traurig. Würdest du gerne im Schneegebiet eine kleine Wikingerstadt im Schneegebiet machen? Muss aber erstmal in einen Dark Oak Wald. Boah, eine Wikingerstadt wäre halt echt nice. Das wäre echt Hammer. Was mache ich hier eigentlich gerade? Ach ja, ich wollte, genau. Tun wieder komplett Brain AFK. Lul. Also das Problem ist halt jetzt, wir bauen halt jetzt wirklich komplett, also das ist jetzt, hier wird hier nicht mehr irgendwie, ne, und so. Also adieu. Mann! Wo bekommt man die Fische? Einfach Wassereimer nehmen, Wasser rein und dann tauchen gehen und mit Rechtsklick auf die Fische. Und dann kannst du die mitnehmen. Musste ich auch erst lernen, wusste ich nicht, dass es geht. Die Fische. Ach, so ein Inventarsortierungsmod wäre halt auch geil, ey, aber... Ich will halt nicht zu viele Mods, oder wir wollen halt allgemein, das habe ich auch mit den Leuten hier auf dem Server, außer mit Dryteak besprochen, wir wollen halt nicht zu viele Mods, weil wir halt dieses Vanilla-Ding gerade, das macht ja momentan so Laune. Gerade halt, weil es halt Vanilla ist, weißt du? Geht das so mit Tintenfischen? Ich glaube nicht. Ich glaube, mit Tintenfischen geht das nicht. Okay, das ist richtig. Wie gesagt, eine Map wäre halt cool. Da könnte man mal drüber nachdenken. Aber sonst... Toll. Wobei ich halt fast... Ich sehe fast keinen Unterschied bei dem Holz, ne? Keine Map. Ne, weißt du, die Map hätte ich ja auch lokal bei mir installiert, weißt du, Dry? Niemand hat dich gefragt, ob du eine Map möchtest, Dry. Niemand. Joy hätte doch als erstes nachgeschrieben. Danke, Elflin! Und so zerbricht das Motiv. Was war das nochmal? Polished Andesit. Okay. Haben wir das nicht noch irgendwo gehabt? Nicht mehr viel. Mann. Hä, was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Vorsicht. Ich hab nur gelacht. Vorsicht, Fang ist da. Psst, psst. Vorsicht.
Ich finde, ich feiere es hart, dass Funk plötzlich so viel Bock auf Minecraft hat. Ich feiere das sehr. Hier müssen wir uns auch irgendwas einfallen lassen. Ne? Wahrscheinlich, das Beste wird wahrscheinlich sein, hier dicht zu machen. So. Weil das sieht scheiße aus, ne? Aber das sieht auch scheiße aus. Wenn das dann auch so ausböppelt. Das hier oben muss ich zumachen. Das sieht sonst doof aus. Das fand ich mir noch halt echt überrascht. Ja, mich auch. Aber mich hat es sehr gefreut. So, mir geht's gut. Ach, Dry Dig, Alter, ich lieb dich. Ich mag es. Ich mag es, mich mit Dry Dig immer so zu kappeln. Finde ich cool. Wir kennen uns mittlerweile auch schon ewig, ne? Also so aus Mod-Sicht, auch die Elfen und so. Und wir haben es noch nie gesehen in echt. Ich meine, das ist vielleicht auch besser so. Aber man kennt sich halt doch schon 2-3 Tage jetzt mittlerweile. Die Rundfunk-Lizenz. wo kriegen wir denn? Warte mal, Moment. Jetzt mal hier, ne? Guck mal, weißt du, ich sag was Nettes über Drydig und dann kommt sowas wieder. Nie wieder was Nettes. Ich sag nie wieder was Nettes über den. Nie wieder. Wo kriegen wir Andesit her? Das frage ich mich gerade. Warum habe ich Andesit hier außenrum gemacht? Das ist voll dämlich eigentlich. Wir müssen gucken. Ich glaube, das haben wir da hinten irgendwo in der Mauer bekommen, ne? Manfred des Tages. Finde ich gut. Ich lege mich mal schlafen. Ich weiß nicht, ob die anderen auch schlafen können. Ich habe diesen Hardcore-Modus tatsächlich noch nie gespielt. What would a car look like if Apple made it without Windows? Mein Po noch blutet. Egal. Lassen wir das einfach. Was? Ja, klar. Habt ihr das noch nie gehabt? Hä, kennt ihr das nicht? Ich liebe immer die Dings, ne? Ich liebe ja immer die Emotes, die machen das einfach immer noch besser. Blutstuhl, Alter. Ist ja widerlich. Okay, pass auf, warte mal, was ist denn der andere Stoff gewesen, den wir da... Das war auch Andesit, ne? Okay, wir müssen auf Andesit-Reise gehen, das bringt gar nichts. Nach Chili, oh.
Aber jetzt, ja, jetzt kommst du wieder mit Sprühwurst, Alter. Jetzt wird's direkt wieder instant eklig, weißt du? Das wollte ich jetzt halt nicht wissen. Oh, Sachs, PS Sachs ist gerade Gulasch, ja. Dann mal einen guten, würde ich sagen. Lass knacken, Junge. Hey, Nice Guy Trap, natürlich, jetzt wird's eklig. Ich meine, rektale Blutungen sind vollkommen normal in der heutigen Zeit. Das hat man halt mal. Scheiße, die Dinger sind gedespawnt. Fuck. Das hat man halt mal. Ein Bruchstein, ein Diorit, ein Andesit. Oh, echt? Plagraia, das wäre natürlich der Hammer. Was war das? Was war das? Ein... Fuck. Ein Bruchstein plus ein Diorit. Diorit haben wir doch jede Menge gefunden, oder? Irgendwann fällt der Hund da noch runter. Warte mal, das kann ich ja nicht... Geht's mal auf Seite. Sag mal, diese Geräusche von einem Gast, ne? Diese Gastgeräusche. Oh, Chili ist auch da. Hallo, Chili-Mann. Hey, grüß dich. Diese Geräusche von einem Gast, ne? Wo kommen die ganze Zeit her? Bei den Gesprächen bekommt After Effects eine ganz neue Bedeutung. Oh, nice. Cool. Boah, danke für den Tipp, Raya. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Okay, jetzt müssen wir das nur hier reinpacken. Dass das nämlich der polierte wird. Hammer. Ich bedanke mich. Danke, danke, danke. Was ist das denn jetzt? Hä, hey, was sind das denn für komische Haus? Seht ihr das auch gerade im Chat? Nee. Hä, da sind irgendwelche komischen Dinger, die ganze Zeit hosten mit null Viewers. Ini Uria US Matthias? Hä, warte, Moment, ich muss gucken, was Ini UU irgendwas ist. Was ist das? Moski, dankeschön für deine 5 Euro, wie viele Deutsche brauchen. Ich kann es leider nicht vorlesen, da gehen gerade so viele komischen Hosts rein. Hostbots. Ah. Danke, Moski, für deine 5 Euro. Ich konnte es leider nicht vorlesen. Da flattern gerade irgendwelche komischen Dinger rein. Nudelwasser. Was hat man denn von Hostspots? Warum macht man das? Die hosten einen mit null Views. Hä? Warum? Was macht man da am besten gegen? Beziehungsweise, wie kann ich die halt blocken? Das ist die Frage, ne? Da kannst du nicht viel machen. Ja, ne? Das ist scheiße. Okay, Host verbieten. Das könnte ich machen. Ich starte mal kurz die Aufnahme. Ich starte die Aufnahme mal wieder. Und weiter geht's. So. Bescheuert. Nee. Ne? Sie haben sich null extra Views erschlichen. Permaban. Ja, genau das halt, weißt du. Da habe ich halt ehrlich gesagt wenig Bock drauf.
Jetzt müssen wir mal gucken, dass ich hier gerade alles richtig mache. Warte mal, das ist so. Das ist dann hier diese Dreier-Dingens. Boah, das wird noch richtig lustig, den Boden da oben zu machen, ne? Puh. Ich glaube, da hatten wir Granit genommen, ne? Aber halt den... den geilen Granit. Granit-Chaka, ja, Mann. Spielt der eigentlich noch bei Arsenal? Spielt der da Stamm? Ich weiß das gar nicht. Warte mal, wie haben wir das denn? Dankeschön für deinen Sub. John Boy Walton. Dankeschön. Oh cool, wir haben gerade 0 Zuschauer. Ach Twitch, ey, was ist da los? Wir haben da mit angefangen, wir haben da in der Ecke mit angefangen. Ich glaube da auch, ne? Also in den Ecken immer mit dem roten anfangen. Ja, Muggles, Alter. Muggles. Was ist los? Grüß dich, Alter. Kuss auf die Nuss. Und da sind es 3 und da ist es so. Okay, passt. Also fangen wir hier auch wieder mit Rot an. Gott, wie war denn das dann? Und dann hier den da? Okay, ich komme da nicht dran. Ich muss es von oben machen. Hat keinen Sinn. Aber vielleicht komme ich von hier noch einigermaßen dran. So, dass wir uns hier so eine Rampe bauen. So. Ich meine, das muss jetzt auch vom Muster her nicht perfekt sein, ja? Ganz ehrlich. Das ist, ne? Ach ja, ich komme hier gar nicht rein. Lul. Wie komme ich denn da jetzt? Ich muss mir eine Treppe bauen, das geht nicht anders. So. Du, da Rhythm auf der Floor. Zack, zack, zack. Zack. So, nein, das ist falsch. This is wrong. So. Och, Tobias. Das kannst du besser. Diese Gastgeräusche, ne, machen mich schon ein bisschen nervös, muss ich sagen. Nur mal eines fängt nur zu tun. Alter. Boah. Auf einmal Tag hell draußen. Weiße Gewitter, hier greifen Bots an. Die Welt geht unter, Alter. Die Welt ist am Abgrund. Alles geht hinüber. Ich höre nur eine Katze. Ich höre immer einen Gast im Hintergrund. Warum? Wo ich mich tatsächlich sehr gestern gefreut hatte, als ich bei Erik in den Stream reingeguckt hat, er hat seine alten Minecraft-Samples wieder reingepackt. Der Zombie, der Arbeitsamt schreit. Also so, Arbeitsamt. Habe ich sehr gefeiert. Oh, ich will das, ja, hoffentlich wird der Keller nicht geflutet. Ich hoffe es auch. Wobei, sonst könnte ich mir hier am Kellerfenster auch Fische hinmachen, ne? So Minecraft-mäßig. Oh, wollen wir, Funk. Ich wollte dich das schon immer fragen. Funk, wollen wir miteinander schlafen? Toll, hier ist der Kartentisch. Ich kotze. Toll, falsches Holz. Ja, Tobi. Der Experte ist wieder unterwegs. Schluss mit euch. Ich glaube, es hat sich beruhigt.
Ich glaube, es hat sich beruhigt. Ich sehe wieder Subs und Resubs. Dankeschön, Dr. Pommes und Sterner. Vielen, vielen Dank. Mega. Danke, danke, danke. Ja, toll, weißt du, ich sehe die ganzen Hosts hier, diese Inuira, US irgendwas, weißt du, da kommen diese ganzen Dinger. Und ganz oben, ganz oben bei Hosting steht halt einfach Rollifahrer Mike, weißt du. Als ob der Rollifahrer Mike das gemacht hätte. Mike, du kleiner Schlingel. Ich wusste es doch. Ich wusste doch, wer dafür verantwortlich ist. Ich komme dir gleich dahin. Du warst der letzte Kanal, der mich gerade gehostet hat. Ich glaube, du warst es. Weig, Alter. Schön, dass du da bist. Freue ich mich. Ich habe übrigens gerade gehört, dass Elfen alle ihre Level verloren hat. Aber warum... warum sind die Mods denn aufgegangen? Was ist los mit euch? Komm zurück. Duse geben. Ja, ich hoffe halt, wie gesagt, einfach nur, dass Switch da jetzt nicht irgendwie meint, ne? Wir hatten ja noch darüber gesprochen gehabt, wie Twitch da manchmal so drauf ist. Ich hoffe halt einfach mal, dass sie da jetzt nicht irgendwie denken, ne? Wieso mache ich das jetzt? Das kann ich doch von unten... Na egal, jetzt, wenn schon mal offen ist... Dry ist mit dem Hundi draußen. Ah, okay. So. Können wir hier gerade auch mal... Toll. Können wir hier gerade auch mal... wenn wir schon dabei sind... Da wäre es eigentlich cool. Toll. Da wäre es eigentlich cooler. Aber das kommt eh weg, ne? Da kommt ja gleich die Wand hin. Passt schon. So. Müssen wir gleich nur mal gucken. Ich glaube, ich möchte... jetzt einen Milchshake von KFC. Oh nee, aber so ein... Kennt ihr den Krautsalat von KFC? Alter. Oder den Kartoffelbrei. Oh. Yo. Toll. Das ist das falsche Holz. Ein Müllshake. Ein leckerer, köstlicher Müllshake. Mmh. Köstlich. Ja, echt, hätte der Chat aber auch mal sagen können jetzt, ne? Müllshake. Lecker. Bin ich sofort dabei. Also ich mache das jetzt erstmal dicht, ne? Wir müssen halt noch Dings reinmachen und so. Noch so ein paar Balken. Das brauchen wir noch. So. Was? InfernoPlayer, moin Tobi, lass dir mal eine ganz kleine Spende da. Kauf dir was Schönes, wa? Vielen, vielen Dank. Dankeschön, InfernoPlayer und
Nokando, auch an dich ein ganz liebes Dankeschön und schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tobi ist wieder kulinarisch. Müllshake. Ich überlege jetzt nur gerade, bis wohin müssen wir das denn bauen jetzt? Bis wohin müssen wir das jetzt bauen? Naja, theoretisch gesehen müssen wir bis hier bauen, oder?